So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Das gewünschte Upgap ist jetzt nicht entstanden. Der DAX konnte bislang noch keinen wirklichen Boden gut machen. Wie man hier sieht, die gestrige Widerstandszone wurde nicht von unten noch angelaufen und auch noch nicht aktiviert. Dann hat heute früh die 920 oder 9920 kurz nach unten durchbrochen. Aber man sieht, hier ist zwar, wenn man jetzt hier noch weiter runter gehen würde, ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. Ja, hier in der Ebene, hier gab es ein höheres Tief, hier ein höheres Hoch. Und aktuell könnte es hier vielleicht was werden, dass hier die Marke von 9970 genommen wird, also über diese Rainbow-Oberkante nach oben ausbricht. Sonst gefällt mir, sage ich mal, hier erstmal eigentlich der Tageschart gefällt mir noch, aber halt, dass die unteren Strukturen geben noch kein eindeutiges Indiz, dass wir hier wirklich einen Boden erreicht haben. Die US-Märkte, ja, haben den Wochenauftakt ja, wie gestern schon gesagt, egalisiert. Da gibt es jetzt auch keine neuen Impulse. Gold verliert ein bisschen. Da wird vielleicht nochmal ein Einstieg gleich gesucht oder heute, beziehungsweise ein Kauflimit platziert. Weil mir hier würde hier definitiv noch ein Hoch fehlen. Silber hat sich ein bisschen von den Tiefständen erholen können, trifft jetzt hier auf die Oberkante des Rainbows. Kommen wir zu den DAX-Aktien. Siemens hat gute Zahlen präsentiert, konnte mit einem Gap-Up hier eröffnen, aber obwohl ja Siemens ein Schwergewicht ist, konnte die positive Zahlen den DAX nicht wirklich bislang nach oben treiben. Aber die Zahlen sind eigentlich bei vielen Unternehmen eben besser ausgefallen, genauso wie Allianz. Deswegen ist es eben schon ein bisschen komisch, dass der DAX da nicht mitziehen will. Ja, hier eine Allianz ist heute leicht im Minus, beziehungsweise jetzt unverändert. Die deutsche Börse kann hier bislang, also wenn die Tageskerze so bleibt oder sich nach oben noch ausdehnt, wird mir das hier schon gefallen. Bleibt also in der Kaufzone noch, gibt es heute keinen Verkaufsdruck. Vonovia geht hier, beziehungsweise bleibt oben, kann da nicht richtig eintauchen, aber ist immer weiterhin sehr interessant, das Chartbild. Die RWE hält sich jetzt hier gerade noch an der Rainbow-Unterkante. Die Bayer AG wurde ja ausgestoppt. Da habe ich vorher mal auch noch die unteren Zeitebenen angeschaut. Also es hätte wirklich sehr vieles zusammengepasst, wäre jetzt hier die 100-Euro-Marke nicht gefallen für eine weitere Aufwärtsbewegung. Aber auch so hier ein Rücklauf. Kann immer wieder kommen, aber ob die Aktie es dann schafft, den EMA 200 nachhaltig zu überwinden, muss man hier bei der Bayer in Frage stellen. Die Deutsche Telekom Aktie, ja, rutscht heute intraday unter diese Marke. Für mich ist sie auf Schlusskursbasis sehr interessant noch, aber hier hat sich das jetzt auch nicht so ergeben, wie es eben gewünscht war. Aber die Märkte laufen halt dann doch manchmal nicht ganz so wie gewollt. Aber deswegen gibt es ja auch dann noch die Sicherheitsstops. Im DAX Future hat sich auch hier im 4-Stunden-Chart eigentlich so eine Kerzenformation ergeben. Ja, dass hier jetzt ein neues Tief noch gekommen ist, kann hier reinpassen. Allerdings jetzt ist hier eben auch
mit einer Stop-Buy-Order kann man hier eine mögliche Rebound-Bewegung dann handeln. Und hier wäre die Stop-Buy-Marke bei 9887 Punkten. Also da dürfte in etwa, schauen wir nochmal im DAX, aktuell sind die etwa 10, 12 Punkte, ja, dürfte im Prinzip die gleiche Marke wie auf Xetra-Basis sein. Also geht der DAX jetzt hier drüber, dürfte sich eine Aufwärtsbewegung ergeben. Ich stelle nachher nochmal ein Setup dann vor, wo auch dann genau der Stopp liegt, da wir natürlich diesmal, wenn es hier eine Stop-Buy, wenn die Stop-Buy-Order ausgeführt wird, ist das nicht auf Schlusskursbasis, sondern wird dann direkt der Stopp an einem Tief dann liegen. Wie gesagt, im Gold, denke ich mal, gibt es ein Kauf-Setup heute noch, also mit einem Kauflimit im DAX. Sonst bei einer anderen Aktie, die werde ich nachher nochmal anschauen, gibt es womöglich auch noch ein schönes Einstiegssetup. Und sonst muss man noch eben warten, bis der DAX entscheidend eben ein Kaufsignal generiert. Sonst kann es hier schon nochmal nach unten gehen. Danke fürs Zuhören und bis später.